Jubel vor leeren Rängen ist weiter Alltag, auch in der Regionalliga. Doch die Kickers Offenbach werden immer wieder von außerhalb des Stadions mit Trommeln und Gesängen unterstützt. So gibt es nach dem knappen Sieg gegen Pirmasens mal wieder eine kleine Feier mit den treuen Fans. Wir sehen uns alle nach Zuschauern, vor allem jetzt in der Phase, die uns dann in solchen Spielen nach vorne peitschen mit den Fangesängen, mit dem Applaus und fehlt schon natürlich, aber dann ist es umso schöner, wenn man sieht, dass die Fans dann doch da sind, hinter uns stehen, auch in solchen Phasen immer und immer wieder zum Verein stehen und das ist halt Kickers Offenbach, dafür steht und lebt der Verein und wir dürfen uns glücklich schätzen und müssen natürlich auch jedes Spiel bereit sein, auch für die, die daheim vor den Fernsehen oder hier vom Stadion uns, oder nach Balingen kommen und uns anfeuern, für die auf dem Platz unser letztes Hemd zu lassen. So wie im Spiel gegen den FK Pirmasens. Nach Groß Asbach das zweite Heimspiel in Folge gegen ein Team, das um den Klassenerhalt kämpft. OFC-Trainer Sreto Ristić mit der gleichen Startelf, aber sein Team in Rot-Weiß mit anderem Beginn. Vom Anpfiff weg wach, defensiv stabil und mit offensiven Akzenten. Gute Viertelstunde rum. Tuma setzt da energisch nach und der Ball kommt durch zu Vierrad. Führung für Offenbach. Nach 17 Minuten der offensive Mittelfeldspieler mit Saisontreffer Nummer 5 im Stile eines echten Torjägers. Ja, Instinktstürmer. Ich glaube, Pirmasens klärt den Ball und ich sehe, dass Tuma an den Ball kommt und den Ball wieder gefährlich macht, in die gefährliche Zone bringt. Ich laufe auf den zweiten Pfosten, lauf durch. Der Gegner macht in dem Moment die Schritte nach vorne und super quergelegt vom Daoud und dann muss ich halt nur noch mit meinem starken Rechten einschieben. Der FKP, zuletzt vom Spielausfall betroffen, zeigt sich vom 1:7 in Groß Asbach erholt, lässt sich vom Rückstand nicht einschüchtern. Das ist Mohr, der Abschluss aber nur Gefahr für die Sitzschalen, nicht für das Tor. Mehr als eine halbe Stunde schon vorbei, der OFC hat das Spiel gut im Griff und sucht immer wieder den Weg nach vorne. Wie hier über Vetter. Und in der Mitte Fetsch, noch abgewehrt zur Ecke, die nichts einbringt. Dafür zeigen wir die nächste 5 Minuten später. Dennis, der zweite Ball, kommt über Umwege zu Vierrad. Wenig Chancen auf beiden Seiten. Die knappe Führung für den OFC gefährlich gegen das viertbeste Auswärtsteam der Liga. 19 seiner 25 Punkte hat der FKP in der Fremde geholt. Und hier mal die Chance zum schnellen Umschalten. Cessa, schick auf Schmidt, Flauda. Beste Pirmasenser-Chance. Cessa per Hacke. Schmidt fackelt nicht lange, aber Flauda hat was gegen den Einschlag. Kurz vor der Pause dann nochmal der OFC. Dennis heute oft mit defensiver Rolle, hier als Ballverteiler. Vierrad, Fetsch, nochmal Vierrad. Reitz sorgt mit seiner turnerischen Qualität erst für Frust bei Vierrad, bekommt später aber Lob. Also hält er erstmal super, muss man sagen. Wenn man das nötige Glück hat, dann spitzelt er den mit der Fußspitze unter die Latte. Was weiß ich, gibt es auch tausende solcher Szenarien. Super gemacht, also ich laufe tief, Tuna steckt den Ball super rein. Ich lege ihn ab auf Fetschi, er steckt ihn mir wieder. Das Einzige, was ich mir vorwerfe, ist der erste Kontakt. Also wenn ich den mit etwas mehr Überzeugung nach vorne annehme, meinen Körper reinstelle und den Ball dann mit voller Wucht ins lange Eck haue, dann kann der Torwart machen, was er will. So hält er ihn halt super. Es ist das entscheidende 2-0, denke ich mal. Klar, das Spiel dann immer noch nicht vorbei, aber ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Ruhe. Aber naja, ich bin halt noch kein Stürmer. So bleibt bei der verdienten, aber knappen Führung zur Halbzeit. Auf einem Rasen, der in der zweiten Hälfte diesen Namen nicht mehr verdient hat. Speziell hier auf der Seite von der Haupttribüne, wo mit Sicherheit dann der Lichteinfall nicht so ist, gehe ich mal davon aus, bei uns ist es ähnlich. Aber ich denke, dass das aktuell in diesem Januar, Februar, wo wir jetzt spielen müssen in der Liga, wo ja teils dann noch keine Spiele waren in den vergangenen Jahren, ist es halt schwierig, die Plätze auch richtig zu präparieren. Ne? Spielerisch ist es nach der Pause für beide Teams schwer. Nur noch selten so ansehnlich wie hier der OFC. Dennis, Tuma und in der Mitte Fetsch. Es sollte die letzte Offenbacher Chance für längere Zeit sein. 2 Minuten später, Ecke auf der anderen Seite. Cessa,
Zimmer steigt als einziger hoch, aber verfehlt. Kurz darauf wieder Cesar, dieses Mal beim Freistoß. Und wieder Zimmer. Pirmasens sucht seine Chance, setzt sich in der Offenbacher Hälfte fest. Aber bei den Abschlüssen sieht man, warum die Gäste die harmloseste Offensive der Liga haben. Trotzdem spielt der OFC mit dem Feuer. Wir haben eben wirklich wenig zu verlieren gehabt, vor allem nach dem 0-1, also 1-0 für uns. Haben sie immer besser versucht, ihre Waffen einzusetzen. Wir haben immer wieder nach vorne gespielt, haben immer wieder die Seiten übergelagert und haben mit zwei, drei Mann über die Seite zu Flanken sind die gekommen, haben dann 16er belagert, zweite Bälle. Das war wirklich nicht einfach und wir haben versucht, mit ähnlichen Mitteln dann in der zweiten Halbzeit dagegen zu halten, weil Fußballspielen war ja nicht möglich und wir wollten auch nicht irgendeinen unnötigen Fehler machen für einen Gegner, der nur darauf lauert. Nach 71 Minuten zeigen sich dann die Gastgeber mal wieder am gegnerischen Strafraum. Fetter! Bei den Abschlüssen passt man sich den Gästen an. Ristic bringt Sobota und später noch den wieder fitten Fritscher und damit nochmal Schwung für die Schlussviertelstunde. Das ist Sobota zusammen mit Marcos und Fetsch! Doppelchance für den Torjäger. Erst geblockt, dann wird der Winkel zu spitz. Aber der OFC hat jetzt wieder den Vorwärtsgang gefunden. Bei den Platzverhältnissen hilft hoch und weit und Ballgewinne nach Pressing. Vierrad und Sobota. Volles Risiko, voll verzogen. Aber Pirmasens ist noch nicht geschlagen. Die Gäste bringen ihren erfahrenen Kapitän David Becker nach langer Verletzungspause. Doch auch sein Abschluss bleibt vergleichsweise harmlos. Dann die Schlussphase. Viele weite Schläge und der Kampf um den zweiten Ball. Laprevot gegen Becker. Der Offenbacher spielt vielleicht etwas den Ball, aber räumt auch Becker ab und ist aus der ersten Hälfte gelb vorbelastet. Die Folge: Platzverweis. Der OFC in den letzten Minuten in Unterzahl. Ich glaube schon, dass das auch zu sehen war. Wir haben uns wirklich in die Bälle reingeworfen, vor allem auch noch nach der roten Karte. Es war wirklich nicht einfach gegen einen Gegner, dem vielleicht auch der Platz ein bisschen entgegengekommen ist. Die waren echt bereit, die Zweikämpfe zu führen. Und das war nicht einfach, aber wir haben nicht nachgelassen. Mit 9 verbliebenen Mann stellt sich der OFC dem letzten Aufbäumen der Gäste. Wieder der Drittliga-erfahrene Cesar beim Freistoß. Fürs Erste abgewehrt, aber da kommt Bohl. Und dann ein Aufschrei in Blau. Die Gäste wollen ein Handspiel gesehen haben beim Rettungshechtkopfball von Dennis. Knifflige Entscheidung und ehrliche Worte vom Offenbacher. Es kam ein ganz guter Schuss aus der Distanz und ich wollte mich halt einfach reinwerfen und habe den Ball dann mit dem Kopf geklärt. Natürlich ist er, glaube ich, noch ein bisschen an die Hand touchiert, aber wichtig ist, glaube ich, dass ich ihn zuerst mit dem Kopf treffe. Den Ball, aber ich denke, es ist vielleicht eine 50-50-Situation. Also wenn der Schiri auf Elfmeter zeigt, können wir uns da wirklich nicht beschweren. Und wenn er ihn auch nicht gibt, natürlich ist es ein bisschen Glück auf unserer Seite. Aber zuerst treffe ich ihn natürlich mit dem Kopf und dann touchiert er halt noch die Hand. Genau, so habe ich es halt empfunden. So bleibt den Gästen noch eine Chance in der Nachspielzeit. Wieder per Freistoß, natürlich wieder Dennis Cesar. Aber auch wieder keine Gefahr für Flaura. So bleibt es beim knappen, aber nicht unverdienten 1:0 Arbeitssieg der Kickers gegen den FK Pirmasens. Es scheint weiter voranzugehen auf dem Biberer Berg. Es gibt so Spiele in der Saison und 3 Punkte sind 3 Punkte. Ich glaube, das ist auch ein Schritt in der Entwicklung, solche Spiele zu gewinnen. Ich glaube, vor ein paar Wochen hätten wir vielleicht noch das 1:1 gefangen, hätten uns selber in Bredouille gebracht durch ein unnötiges Gegentor. Wir hatten viele Standards gegen uns, auch einen Schritt nach vorne, haben nichts zugelassen, haben uns bis zum Ende gewehrt, geschlossen als Mannschaft, jeder für jeden. Und das zeugt auch von Qualität. Ich möchte mich nicht für diesen Sieg entschuldigen. Ich denke, dass wir klar besser waren, auch mehrere Chancen herausgespielt haben. Dass man immer zittern muss, dass es einen Gegner auf dem Platz gibt, der auch Waffen hat und die sie auch benutzt, das ist legitim. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir das eigentlich ganz gut verteidigt. Ich kann mich jetzt nicht auf eine große Chance von Pirmasens erinnern.
wie gesagt, die können auch Fußball spielen. Heute war es so, dass man ja, zu großen Teilen auch sehr gute Aktionen gehabt hat, dass wir sehr gut im Spiel waren, dass wir Offenbach hier die Stirn geboten haben. Was halt ärgerlich ist, dann, dass du wirklich nichts mitnimmst. Trotz allem sind es Bonuspunkte hier, wenn du hier was mitnimmst. Von dem her ist es aber trotzdem schon ärgerlich, weil du gut in diesem Spiel warst. Die Gäste kassieren ihre vierte Auswärtsniederlage und müssen schon am Dienstag im Nachholspiel gegen Alzenau ran. Der OFC springt mit dem dritten Sieg in Folge vorübergehend auf Tabellenplatz 3. Am kommenden Samstag geht's zu Hoffenheim 2.